Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Minecraft Adventure Time. Ja, wir spielen hier heute wahrscheinlich das Name. Die letzte Runde von. Na, so schnell. Die letzte Runde von dieser Adventure Map. Egal wie lange die dauert. Ich will es jetzt mal so ein bisschen durchziehen. So, Seil ist ab. Denn. Innocent Piglet! Nein! Jetzt werde ich sterben! Er hat's geschafft! Super! Ey, du bist ein sexy Schwein. Du bist echt das beste Schwein, was es gibt, so. Wirklich jetzt, ohne Witz jetzt. Der hat's einfach überlebt. Komm hoch! Behinderte Schwein! Nein! Ich glaube, wir müssen da runter. Naja, Weg kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also auf jeden Fall, die Folge wird jetzt ganz wahrscheinlich lang werden, je nachdem, wie weit es noch geht. Denn ich möchte mit Uli eine neue Adventure Map aufnehmen und ja, es kann dann. Ja, möchten wir halt schnell machen und das ist dann halt so und ich springe jetzt einfach mal hier runter. Jetzt noch nicht. Innocent Piglet ist tot. Komm doch hoch! Behindertes Stück Scheiße, Schwein. Ey, der stirbt gleich. Ich schwör's dir. Wie viel hält der bitte aus? Behindert, Schwein. Ja, wie weit muss ich den jetzt eigentlich noch mitnehmen hier? Ja, ich möchte mit Uli halt eine Adventure Map starten und dafür, Junge, du bist so behindert, Schwein, stirbst du nicht? Und ja, ich möchte halt eine Adventure Map mit Uli starten, so. Dafür möchte ich diese hier zu Ende bringen. Die Schwein ist einfach Jesus. Komm her jetzt hier. Du bist behindert, Schwein. Du bist behindert. Nein, jetzt mal im Ernst. Was ist los mit dir, Schwein? Was läuft da schief bei dir? Komm mit. Du kommst jetzt mit hier hoch. Also, ich bleibe jetzt mal ganz kurz hier stehen, um alles zu erklären. Also, ich möchte mit Uli eine neue Adventure Move starten. Dafür möchte ich diese zu Ende bringen. Und das am besten so schnell wie möglich, weil ich verdammt Lust habe, mit Uli eine Adventure Move zu spielen. Aber auch verdammt Lust habe, die hier noch zu spielen und zu Ende zu bringen. Und ja, deswegen machen wir heute mal eine längere Folge und hoffen, dass das dann auch schon zu Ende ist, ne? So, hier, dies, das. Okay, also wir scheinen hier auf einer Insel zu sein. So, jetzt kann ich mich nämlich voll und ganz auf das hier konzentrieren, was hier so abläuft. Und hier ein Dorfbewohner, der will so ein paar Goldnuggets haben. Können wir dem leider nicht bringen. So, was haben wir hier? So einen kleinen Tempel. Bin ich auch friedlich? Machen wir mal auf. Einfach. Ich glaube, wir sind einfach oder normal, keine Ahnung. Hier geht's runter. Ah, du kannst gern da bleiben, wenn du es ein Piglet. Innocent Piglet. Bleib ruhig. Ja, genau. Komm wieder raus. Ist ja alles in Ordnung. So sieht das sexy aus.
Kiste. Eier. Sah, sexy, sweet Eier. So, Brunnen. Oh, das wäre jetzt was gewesen, hätte ich hier nicht rauskommen können. So was. Ich würde eigentlich nur mal schauen, ob du hier so irgendwie so... Ah, jawoll. Geh mal weg hier. Annikas Dungeon. Aha, ja, Annika kennt doch jeder. Annika ist eine ganz miete, also falls ihr mal die Nummer hören wollt. 0152. The Lost Potato. Was ist das? Okay, The Lost Potato. Hello, before you say anything, listen to me first, please. Nein, nochmal von vorne. Dieser Satz, den habe ich gerade so scheiße gelesen. Hello, before you say anything, listen to me first, please. You know, it's significant... urgent... vitally important. It's life... or... it's life... or this. Oh mein Gott, mein Englisch ist gerade so schlecht. I don't even know how to express my feelings, because I'm so stuck. Okay, I'm just gonna say it now. I'm just gonna say it. No matter how. Ah, this. I lost my potato. Yes, that's right. You hear it. Actually, it wasn't just any potato. It was the last potato on Earth. Do you understand? No depression now. Can you imagine the world without potato? Exactly. Don't even think about it. Yes. Nee, warte, was steht da? You might be curious how that happened. So. Long story short, after our wedding, my wife Annika and I bought a small island and moved here. I didn't think back then that living next to a hutch prison tower is that thing, and have heavily guarded mysterious looking lake might be a bad idea. So Annika liked the place pretty much, started her own garden and everything. Then one day, the adventurous Prince Doliak showed up. He destroyed her garden, took our horses and everything, even our potato. We didn't know it. It was the last potato on Earth. There's one more detail I should tell you, whether it's important or not. But Annika changed a bit since it happened. She started studying the thing, something, oh, I should feel out, calling mechanical engineering. She's only been studying for like a day or two when she built her own dungeon. We are so poor, we can barely buy some food, but she builds a dungeon and she doesn't tell me how to get inside. I wonder what she's hiding in there. Never mind. So I don't know who you are, but it looks like you escaped from the prison thing. So if you want to help us find the lost potato, please do. Take my donkey and everything you can find here. Good luck. Hop, zop. Pierce the dungeon is underwater behind the house. Also weißt du doch? Wo ist es? Okay, Checkpoint. Okay, Checkpoint ist gesetzt. Und was ist hier drin? Piglets. Family Portrait. Hier musst du rein. Tschüss. Tschüss! Da muss der rein, da muss der rein. So, jetzt müsste die Leine weg sein. Piglets, oh. Oh ja. Ja. So, warte mal, wo ist jetzt? Also. Ach, hier, ne? Ich brauche was zu essen. Hier müsste Dungeon sein, oder? Kann das sein? Ja. Scheiße, ich werde eiskalt sterben. Oder nicht? Oh, ist aber ein sexy Dungeon. Annika's Dungeon, enter at your own risk. Okay, ich muss hier rein, also von daher.
cool Comment mitnehmen, aber ich glaube, das soll man gar nicht. Also werde ich... Der ist einfach weg. Mano. I'm sorry, Annika, I really had to pee. Won't happen again, I promise. Hauptzap. Hä? Er war doch hier drin. Hier, von iCrafting. Hint on the next page. Only read if you really have no idea how to get inside. Look for a pressure plate and practice your archery skills. What? Ach, ich durfte es gar nicht lesen, oder wie? Oder was? Also, was ist da? Oh. Ich gehe ja schon. Hoch. Wie sieht doch alles in Ordnung? Okay, Archery Skills, also mit Bogen so die Skills, so yo, Skillermann, die Füller ist am Werk. Ja, ja. So. Kann ich jetzt rein? Ich dachte gerade schon, ich bin aufgeflogen. Ah, das wäre nicht so tat gewesen. Na, no, so. Ach, Jumping Run, okay. Dings ist Jumping Run. Ich bin so schlecht. Ja, kann daran liegen, dass ich nichts mehr an Essen habe. So und so und so, 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 so. Und weiter geht's. Was ist das denn für ein Dreck? Soll ich hier nochmal? Ich mach einfach... Vielleicht jetzt... Hä? Willst du mich verarschen oder irgendwie sowas? Als ob du hier nicht rein musst. Musst hier rein, erzähl mir mal nicht. Ficken, Alter. Ich bin dämlich, wollte hier gar nicht runter. Und dieser Knopf scheint ja richtig geile Sachen auszulösen. Warte, er hat was ausgelöst. Und jetzt. Da. Ach, das ist eine Zeitsache. Langsam. Darf nicht sein. Warte, ich kann doch... Nö, bin ich hier eingesperrt. Auch gut. Ja, anders geht's ja nicht, ne? Also... Game... Mode 1. So. Dann werde ich hier gleich mal, weil anders kommt man hier nicht raus, mache ich gleich mal so. Game Mode 2 wieder zurücksetzen. Kann man ab hier den Knopf noch drücken? Kann man. Scheiße. Okay, da muss ich jetzt warten.
spam den Knopf einfach mal. Nein! Ich bin zu langsam. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich muss was essen. Dringend. Hier kannst du schon nicht mehr drücken. Nein! So kurz davor! Ich raste aus! Alter. Wow. Wow. Ich würde mal sagen, dann kann ich hier die überflüssigen Bögen da lassen. Die Scheiße hier auch. Kann ja das hier mitnehmen. Essen kann man nie genug haben. Was brauche ich noch? Eine Rose. Dann behalte ich einfach die hier. Zucker brauche ich nicht. Ja, soweit so gut eigentlich alles in Ordnung. Ich bleibe einfach. Annika's Dungeon Entrance on the other side. Annika macht einfach mal einen Dungeon auf. Die geile Sache. Ich trinke das jetzt einfach mal. Wacken Soda. Ich hab Angst. Hast mich gerade beleidigt, hä? Fick dich mal. Also ein Stück Code. Ja, hier ist was. Ich seh sowas. Siehst du? Ja. So. Falls ich sagen würde, würde meine Mutti gleich kommen. Hier geht's raus anscheinend. Anscheinend geht's raus, doch. Okay, aber wir fallen ja nicht raus, ne? Wir wollen ja irgendwo anders hin. Ah, oh, nö, jetzt nicht wieder so ein Unterwasserlevel. Lass mir mal bitte was anderes einfallen. Okay, gut. Ich dachte schon. Das war schon ganz knapp. So, wo geht's lang? Hier? Nein? Okay. Auch gut. Geht's auch mal nach oben? Wieso bin ich hier nicht gleich raufgekommen? Ich bin verwirrt. War ich hier nicht richtig? Okay. Also nochmal. Ich muss hier lang. Und dann... Ja, ist hier Ende. Also... Geht's nicht weiter. Nein, das war doof. Ich bin auf der anderen Seite von der Mauer. Ah, ich check. Ich hab gescheckt. Oh, Kriegelschatten wegen sowas. Aber kann ich ja nicht theoretisch einfach so... Ah, ach, das ist ihr Dungeon oder was? Diese Scheiße hier. Ah, ja. Interessant, aber ganz schön bauen, Annika. Respekt, du sexy Bitch. So leicht tut er hässlich aus. So, Oh, Vorsicht. Vorsicht, du kannst hier runterfallen. Du hast
war es nicht ganz sicher gebaut, Sonika. Ah, schon wieder eingesperrt. Nö. Nein. Ist doch nicht euer Ernst, das ist mal wirklich. Und das war so dumm von mir. Und bin ich oben? Ha, so geht das, meine Leute. Ohne hier irgendwie schießen oder so. Da ist eine Spinne, hab ich gehabt. Huh! Ja, komm von hinten. Dreckskind, Alter. Radioaktiv verseuchte Stück Scheiße, Alter. Ja komm doch! Krieg mich doch nicht an, nee. So. Ich glaube, ich muss hier oben bleiben. Oder auch nicht. Lol. Hier lang. Checkpoint. Yo, Checkpoint Charlie. So. Aua. Schnell was essen. Hey du. Ma. Bleibst hier. Du musst da oben so Kinder bekommen. Oh mein Gott. Ich besitze Angst. Ich meine, wer braucht Schneier? Ich hab genug. Du weißt mehr als genug. Hier ist schon wieder ein Checkpoint. Willst du jetzt sagen, dass das schwer war? Nein, mehr als einfach. Also ich durchrenne das hier einfach gerade. No, this is allowed. Allowed. Scheiße, was passiert hier? Was passiert hier? Hässliches Stück Hut! Alter! Alter! Jo, Junge! Ja. Ja, okay. So, weiter geht's einfach mal. Ah, hier kannst du gar nicht so weiter springen. Musst du runter, eigentlich so hart. Das war dämlich von mir. Ich dachte, ich kann dann so rein, aber nein. Wegen diesem hässlichen Dingsbums da. Konnte ich das nicht.
Ring hoch, wenn ich dich abschießen will. Du bist mir einer. Also soweit ich weiß, macht ihm keinen Schaden mehr, also... Sorry wegen's Klicken! Okay, die machen mir doch Schaden. Aber nicht viel. Also egal. Also er attackiert. Oh, mein Auge tut weh. Meine Augen. So, wo geht's weiter? Hier. Ich finde mich sexy. So, kann ich da nicht einfach runterspringen? Oder sowas? Hint. Okay, welches Hint ist das jetzt? Ne, warte. Hint. Ich glaube, das Hint. Univid. Nein, das wird das andere Hint sein. Hint on the next page, Univid. Jump and shoot while falling. Archery skills again. Ich verstehe nicht. So genau. Also. Ah, da drinnen ist bestimmt irgendwie was. Ja, okay. Mann! Fickt euch, ihr Gesichter. Ich will es probieren. Ja. Wenn ich irgendwie an so einer Liane hängen bleibe, also... Ja. Hat es eigentlich ganz gut getroffen, an einer Liane hängen bleiben. Jetzt muss ich hier nochmal hoch. Essen. Bogen muss ich da auch gleich wieder hin tun. Bäh. So, jetzt haben wir das. Ich bin ein Bogenkrebs. Mein Headset sitzt nicht richtig. Oh, heute läuft irgendwie gar nichts richtig. Wieso laufe ich nicht? Da unten will ich auch nicht sein. Das ist eklig. Ich muss das anders machen, so kriege ich das nicht hin. Ich weiß ja nicht mal, wo das ist. Ach, das ist eine... Druckplatte oder mehrere Druckplatten, sag ich mal. So, jetzt muss ich Ramanon generieren. Mein Leben generieren. So, lecker Apfel. Ja, von wegen hier so regenerieren, so Leben. Wie ist das? Hat ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Also wirklich jetzt mal so ohne Witz jetzt auch. Ne? Ich meine, das ist alles ganz im Ernst. Ich meine, wie kommt ihr darauf, dass es nicht im Ernst wäre? Also. Wie kommt ihr darauf? Zeichnet ihr mich in Schnitten oder was? Was ist denn da? Das ist nichts.
Snare mal hier hin. So, Snare, was ist denn? Geht das, Alter? So geht das. Schon schieden hier. Na du. Na du schöne Schwein. Fick dich. Enjoy your serious. Well, my friend, either you are really good at aiming or just very persistent, because that last room is hard to beat. Unfortunately, you fell for the easiest trap of all time. The treasure room. Sign, it's fine, you've done all the testing I needed. First, my gigantic prison tower, and then these small puzzle rooms. Settlement, I think, guess I have to thank you, but it says it. I don't need you anymore, so I'll kindly let you rot in the cell. What about the lost potato? You never know. What about Annika, the villager's wife? Or that other completely innocent pig next to your cell above the lava? Don't worry about it. You can't do anything. This cell has no secret passage leading outside. No one will ever escape from here. Your old friend Prince Doliak, my friend Cormeek. Mann, ist der dämlich? Ist der ein Wichser? Jetzt will ich aber mal gucken, was ja ist, so das Ende ist. Need a hand? Aha. Try this map and want to play the next one. Please leave a comment on the forums or under the YouTube trailer. Okay. Die Map hat hier also das Ende erreicht, aber trotzdem. Alter, die ist voll geil gemacht jetzt, ohne Witz so. Überleg mal. Dieser Eek, der hat sich nur so ausgegeben, also das ist dieser Prince Doliak gewesen. Alter, das ist Applaus. Also die Map hat mir eigentlich echt Spaß gemacht. Und zum Schluss, also ich bin ein bisschen müde, deswegen habe ich jetzt nicht mehr ganz so die Lust gehabt. Aber naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Adventure Map, dann mit Uli zusammen. Und dann sage ich jetzt einfach mal Adios und Ciao.